Hallo Leute und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Tomb Raider 4 hier im Isis-Tempel von Pharos. Sind wir jetzt mal stehen? Jetzt habe ich aber die Fresse gleich dick hier. Hier geht gerade irgendwie alles schief. Fragt mich nicht wieso. Ihr wollt es gar nicht wissen. Der Controller wurde nicht erkannt. So, dann habe ich einen PlayStation-Controller genommen. Der wurde erkannt. Hm. Ist das Heiler? Es ist auch noch der kaputte, den ich gegriffen habe. Das kann man jetzt nämlich machen. Man muss nämlich diese Käfer nicht aggressivieren, weil man dieses Ding gar nicht braucht. Man muss jetzt, das weiß ich noch, ein bisschen was weiß ich ja noch, aber zum größten Teil ist das Spiel für mich blind. Dass man hier nur einen so einen Mistkäfer braucht. So, wieso komme ich hier nicht? Ich verstehe es nicht. Ist das jetzt ein heiler Käfer oder ein zerbrochener Käfer? Ein schwarzer Käfer, das sind die guten. So, jetzt fragt mich nicht. Wieso geht denn das nicht? Leute! Da, Hochtaste geht nicht. Jede andere Taste geht einwandfrei. Ich verstehe es nicht. Nur das D-Pad hier irgendwie nicht. Wo ist denn hier Inventar? Da, die Taste geht auch nicht. Was ist denn hier heute los? Leute, eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Ciao. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen. Leute, wie lange habe ich gebraucht, bis mein Controller wieder richtig erkannt wird? So, hier war der defekte Käfer. Und ja, die Lösung war, ich hatte es ja damals schon mal, dass das Spiel irgendwie ohne X-Pedal gar nicht ging. Und es ging jetzt wieder nicht. Ja, den Controller wird man nicht mehr erkannt. Die Tastatur manchmal auch nicht. Jetzt habe ich ihn komplett deinstalliert, neu installiert, Spielstände wieder rübergezogen. Und so. Und über X-Pedal die Steuerung gemacht. Ihr seht. Tada. Es läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hier hat. Die Musik vielleicht. Aber ich meine, ja, natürlich hat das eine Bedeutung. Die ist gut. Natürlich hat das eine Bedeutung, ich Idiot. Wieso ist da Duken? Ich glaube nicht, dass die hier rauf können, oder? So. Ach du Scheiße. Klar, das ist eine Bedeutung. Ich Idiot. Lara, rauf da. So. Zack. Habe ich das schon gedrückt? Na toll. Lauf! Oder springen, wie auch immer. So, jetzt sag mal, dass ich das hier schon gedrückt habe, bitte. Danke. Okay, kleines Medipack und Speichern. Also man braucht dann doch beide Käfer. In diesem Levelkomplex, genauer genannt nachher der Tempel, der Palast der Kleopatra. Bekommen wir auch die restlichen Rüstungsteile. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da ist übrigens so eine Maske.
Kommen die hier hoch? Ah. Da geht jetzt wieder auf. Wir müssen nämlich, glaube ich, 3 zerbrochene Käfer finden. Und hier finden wir schon den Aufziehschlüssel. Gar nicht schlecht. Dass die Steuerung nicht geht, ist jetzt gerade nicht so schlimm. Ich kann mich damit abfinden, weil Sprinten und Ducken benutze ich sowieso sehr, sehr selten. Und ja. Ich benutze sie wirklich sehr, sehr selten. Also von daher stören sie mich eigentlich gar nicht. Aber jetzt benutze ich es dann einfach mal. Speichern, nicht vergessen. Ja, mir ist heute irgendwie langweilig und ich wollte aufnehmen, dachte an nichts Böses und ja, dann kommt so eine bittere Überraschung um die Ecke. Warte mal. Du komm mal her, my friend. Wenn er jetzt wieder aufsteht, bashe ich ins Wasser. Weg. Gut. Jetzt haben wir das soweit. Jetzt müssen wir noch hier so, glaube ich, in dem Raum. Das wäre ein wenig übertrieben. Nee, ich habe vorhin noch ein bisschen über Skype gequatscht gehabt. Und dann war mir irgendwie langweilig. Und deswegen dachte ich, nimm's da halt auf. Ich wollte dieses Wochenende eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber was soll man machen? So, die Käfer sind wir übrigens los. Dieser Raum ist wohl nur gut, wenn man sich noch ein paar Sachen holen will. Ich habe zwar genug, aber man nimmt es ja mit, ne? So, einmal Uzi-Clips. Noch was? Ne. Gut, dann war das auch. Dann war es das mit dem Raum. Dann machen wir mal links einen Stopp. Das ist der richtige. Er nennt sich der Palast der Kleopatra. Und genießt diese Katze, die ist cool. Ja, der Palast der Kleopatra ist wirklich gut gemacht. Ehrlich. Da kann man wirklich nicht meckern. Deswegen tun wir das auch einfach mal nicht. So. Sowas hier ist übrigens auch immer sehr nett. Vom oder wenn hier so eine Plattform sind, wo nichts ist. Ich habe keine Ahnung, können wir dich drücken? Aufzuschüsse? Ne, den brauchen wir später noch für was anderes. Hier ist nichts. Okay. Aber es ist ein Weg. Von vielen. Mumie, du kommst mir gerade rechtzeitig. So, wenn er jetzt aufsteht, dann bashe ich ihn runter. Das sollte sich erledigt haben. Genau. So kann man übrigens Mumien loswerden. Für die Leute, die es interessiert. Man braucht dafür nur eine schrottige Schrotflinte. Und toll, das wäre alles ein Raum. Achso, Moment. Es ist alles ein Raum hier, ein Levelkomplex. Er ist nicht weiter schwer, wenn, jetzt kommt das große Wenn, man ihn versteht. Wenn man dies nicht tut, dann ist das scheiße, aber auch nicht zu ändern. So, wir gucken mal, hier rechts ist auch noch was, hier ist jede Menge gutes Zeug. Armbrust, wahrscheinlich Explosivpfeile. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viele wir überhaupt noch hatten. Scheiße, das ist ja Duken. Ach, wir sind erst hier. Dann sind wir hier ja noch viel zu früh. Okay. Wir brauchen ja erst den mechanischen Käfer, sonst kommen wir hier ja gar nicht weiter. Außer Lara könnte fliegen.
Das kann sie aber leider nicht. Ohne Sheet. Ohne Sheet, wie gesagt. Da ich aber keine Sheets verwenden möchte. So, das Mistpferd haben wir auch erledigt. Dann gehen wir nochmal hier hin. Aber in irgendeinem Raum müssen wir noch die Käfer einsetzen, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in dem hier machen müssen. Nee, müssen wir auch nicht. Wo setzen wir denn die Käfer ein? Danke. Danke. Wo geht's denn hier weiter? 2000 Räume. Und da sind wir gekommen. Hier muss es ja irgendwo weitergehen. Oder habe ich hier drin schon einen Raum übersehen? Kann natürlich sein. Wir müssen uns mal einen Überblick verschaffen. Dahin geht es nämlich noch weiter, das habe ich noch gar nicht untersucht. Ich weiß, wir müssen hier irgendwie den mechanischen Käfer kriegen. Aber glaubt ihr, ich weiß noch wie? Wer glaubt, dass ich es weiß, der kriegt 3 Cookies. 3 virtuelle Cookies. Weil andere kann ich mir nicht leisten. Da ging es runter. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt richtig war. Ich speichere einfach mal. Da macht man ja denn nichts falsch. Nein. Oh, ich sag ja, dieser Levelkomplex ist sehr, sehr verwirrend. Hier ist nichts. Leute, verwirrt mich. Ja, schön 2D-Pflanze. Oder war das vielleicht sogar richtig? Es war vielleicht sogar richtig. Lass mal schauen. Lava-Schwimmer. Vielleicht war das sogar gar nicht so verkehrt. Hier ist auf jeden Fall ein Drückloch. Keine Ahnung. Kein Plan. Aber gut. Wir kleistern das Ganze dann schon. Mann, Lara. Da rein. Da rein. Gehst du jetzt mal da rein? Danke. Man kann das Spiel mit einer Analogstick spielen. Ist mir neu. Na gut. Mir wurde hier gerade mein Armbrot gebracht. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Aber... naja. Was soll man dazu sagen? Ich werde es wahrscheinlich so wieder rausschneiden. Dann hört man es gar nicht. So schlimm dürfte es ja nicht sein. So, wo hat sich jetzt hier irgendwas abgesenkt? Ich habe nämlich keinen Plan. Das ist aber sowieso nichts Neues. Dass ich keinen Plan habe, was ich mache. Ich guck mal da hinten. Nein! Boah. Dann ist sie wieder nicht gelaufen. Das ist der Nathan X-Pedder, der reagiert sehr schlecht. Oder nur sehr, 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 sehr zögerlich. Aber gut. Hier auch nicht. Wo war denn das? Hier hat sich doch irgendwo was abgesenkt. Ihr habt es doch auch gesehen, das habe ich mir doch nicht nur eingebildet. Oh, mir diese 3D-Pflanzen hier. Können nicht wieder 2D sein, wie in Tomb Raider 1? Hat sich hier irgendwas abgesenkt? Oder verändert? Nöp. Übrigens habe ich jetzt hier gerade die Standardbelegung drin, sehe ich gerade. Von der PS1. Das sehe ich ja gerade erst. Das bringt mir nichts. Ich habe den mechanischen Käfer noch nicht. Und deswegen... nun geht gar nichts mehr. Entschuldigung. Bin ich gerade auf die Analog-Taste gekommen, dann geht X-Pelle nicht mehr. Ich muss den mechanischen Käfer finden. Oder hat sich irgendwas im Vorraum getan? Oder hier? Ich weiß es doch nicht.
Aber irgendwas muss dieser Block hier ja auch gut sein. Aha. Ja, aber da kommt sie nicht hin. Ne? Ne. Kann ich den Block schieben? Nein. Ich guck mal, ob sich irgendwas im Vorraum getan hat. So. Hier muss ich ja irgendwo jetzt irgendwas getan haben. Das Level ist so verwirrend. Hier? Hat sich hier irgend... Habe ich das eben erst gesehen? Shit. Den Raum meine ich. Wartet mal. Viermal, Alter. Leck mich. Hier müssen wir die verschiedensten Käferarten einsetzen. Ich setze mal den ersten schwarzen Käfer ein. Die zerbrochenen Käfer können wir uns sonst wo entschieden. Jetzt geht hier eine schöne Animation auf. Und gleichzeitig ein Loch. Das so ein bisschen tricky ist. Wir müssen nämlich schnell durch das Dings durch. Weil hier nämlich sonst alles in Flammen aufgeht. Jetzt übrigens, ich brenne übrigens schon. Lara, ich brenne schon. Ich sage, jetzt ist ja alles ein bisschen tricky. So. Muss man nämlich rechtzeitig, glaube ich, springen. So macht man das richtig. So habe ich nämlich genug Zeit. Jetzt geht's an. Okay. Abspeichern und den zweiten Käfer rausnehmen. So. Das ist ja noch einer. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Aber er ist speichern. Das kann ja auch ein kaputter Käfer sein. Das sieht man ja denn. Aber das ist echt eine tricky Falle. Das ist nämlich so öl, dass er so auf dem Wasser schwimmt. Ne, wir haben jetzt zwei schwarze Käfer, ne? Schwarzer Käfer. Ja, wovon haben wir jetzt zwei? So. Wir müssen jetzt irgendwie da in das Loch reinspringen. Glaubt ihr, ich weiß noch in welchem Winkel und wir wo was waren wo? Wenn ja, dann irrt ihr euch. Ich gehe da einfach mal auf gut Glück rein. Und ich habe sogar geschafft. Also von daher kann gut Glück ja nicht so schwer sein. Hoch da, Lara. So, abspeichern. Das war der erste. Jetzt können wir dann gleich schon mal zwei einsetzen. Eins. Und einen müsste ich ja noch haben, ne? Nö. Ach, was weiß ich. Okay. Wieso auch immer. Ich weiß es nicht. Das zerbrochene Käfer war, wo ist denn der alte hingeblieben? So. Chanel, 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 Chanel. Danke. Oh, das war wieder knapp. Ach, ich glaube, hier kommen nachher schon Käfer. Nee, auch nicht. Und... Ja, sonderlich schwer sind diese Räume noch nicht. Sind sie eigentlich auch nicht. Also Palast der Cleopatra ist echt eins mit der einfachsten Level. Und das Schöne ist, man kann den Palast der Cleopatra nicht ohne die komplette Rüstung verlassen. Weil erst wenn man das letzte Rüstungsteil findet... Dann gehen Tore auf, die uns in den nächsten Levelabschnitt führen. Ich verrate ihn schon mal statt der Toten. Und bis jetzt komme ich ja eigentlich ganz gut weg hier. Also auch in Tomb Raider 4 komme ich soweit ganz gut zurecht. Wir haben ja schon wieder den nächsten schwarzen Käfer. Wir brauchen ja nur noch einen.
So, jetzt geht hier noch was auf. Es ist eigentlich alles recht einfach gehalten. Man muss es, wie gesagt, das Prinzip nur verstehen. Habe ich so gemerkt, im Laufe meiner 10.000 Online-Versuche mit diesem Controller habe ich ja schon ein bisschen gespielt gehabt mit Tastatur. Es ging gar nicht. Und wie gesagt, leckt mich am Arsch. Ich habe das jetzt so gemacht. Wer meint, er könnte mir dabei helfen? Wie gesagt, ich habe alles so, wie es immer ist. Es ging einfach nicht mehr. Scheiße. Habe ich jetzt einen kaputten aufgesammelt oder was? Noch ein zerbrochener Käfer. Na, toll. Oder ist hier irgendwo noch einer? Jetzt habe ich mir was eingebrockt. Ich kann gleich direkt laden. Wieso bekomme ich hier nur einen zerbrochenen Käfer? Wir gucken nochmal. So. Ist kaputter. Das sehe ich so. Nein! Oh, diese Frau. Kann die da nicht einfach reinspringen? Nee, das geht nicht. Ganz ehrlich. So, nochmal. Ja, darum, hier sind ja diese fleischfressenden Käfer. So, der ist kaputt. Ja, bingo. Hoch da. So, Gott sei Dank habe ich ja alles schon eingesetzt. Sonst hätte man nämlich ziemliche Probleme. Jetzt, wegen den Käfern. Aber soweit ich das gerade gesehen habe, kommen die gar nicht hinterher. Das ist gut so, aber das ist schon ein cooles Prinzip. So, was ist denn nun los? Fehlt mir hier etwa schon wieder ein kaputter Käfer? Hier sind Treppen. Da, wo Treppen sind, könnt ihr euch merken, da waren wir schon. Hier sind Treppen. Und auch da sind Treppen. Und nun? Von hier bin ich doch gekommen, ne? Genau. Hä? Mir fehlt hier doch was. Back. Ein zerbrochener Käfer. Ich gehe mal dahin, wo es noch offen ist. Hier müsste ja eigentlich was sein. Ich gehe mal wieder runter. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was, wann, wo. Ich gehe jetzt mal noch auf die Seite. Um mal was nachzuschauen. Mir fehlt hier tatsächlich was. Mir fehlt hier tatsächlich ein zerbrochener Käfer. Muss ich das verstehen? Eigentlich nicht, ne? Ein Käfer fehlt mir. Und wo finde ich den? Da, aus der Ecke sind wir gekommen. Ha? Kann ich das Ding jetzt hier schon nehmen? Nee. Leute, was soll das? Ich suche jetzt hier die Ecken ab. Hallo? Ich habe das noch... Im Normalfall müsste ich jetzt hier die Käfer doch finden, oder nicht? Ich durchsuche einfach nochmal den... Durchsuche ihn einfach nochmal. Einfach nur aus Jux und Dallerei. Wir haben... Ich lade einfach nochmal. Wartet mal. Oder komme ich jetzt hier gerade aus dem Loch raus? Und habe nix. Wieso nicht?
habe nur zwei Born und Keyborn Aufschlüssel. No. Den kann ich hier nicht benutzen. Hä? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich meine, ich kann ja mal die Aktionstaste drücken, dass sie hier noch irgendwas findet. So, Fackel an, rechte Seite. Das sieht mir da sehr... Weil ich weiß nicht, irgendwas passt mir hier noch nicht. Fackel, du gehst jetzt hier nicht schon wieder aus. Wollt sagen. Hä? Das muss ich doch nicht verstehen, oder was? Oder ist hier noch irgendwie... Hier ist nix. Ich versteh's nicht. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. So Leute, heute die Aufnahme ist ein bisschen chaotisch. Ich schaue nach. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao. Oder geht das jetzt? Kann sie irgendwas kombinieren mit irgendwas? Nein. Kann sie nicht. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.